Einen wunderschönen guten Morgen, ganz besinnlich hier im kalten Schnee von der linken Rheinstrecke mit der Baureihe 110, Lok 447-0 in dieser Bundesbahnlackierung mit Mintling hinten dran. Und wir fahren hier einen Regionalzugdienst und ich freue mich schon sehr drauf. Es ist kalt, früh am Morgen. Wir sitzen aber in unserer warmen, warmen Lok und fahren ganz sicher durch den Schnee unsere Fahrgäste in den Tag hinein. Und ich würde sagen, wir springen mal ins Spiel rein und fangen an. Auf in den Führerstand, einmal die Lichter an, damit wir auch was sehen können, und den Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung. Türen auf der rechten Seite auf. Wir schalten uns die PZB an mit Steuerung Enter. Dann müssten wir eigentlich hier irgendwo einen Bremsschlüssel, glaube ich, haben, den wir irgendwo reinstecken können. Oder nicht? Es ist ein bisschen dunkel hier. Moment mal, ich muss einmal kurz aufstehen und die Taschenlampe anmachen. Da, genau, da ist der Bremsschlüssel. Bremsschlüssel an und wieder hinsetzen. Wir haben noch gut eine Minute Zeit, bis wir abfahren. Haupt- und Instrumentenbeleuchtung ist an. Das Spitzensignal sind an. Lokführerpultbeleuchtung machen wir uns noch an, damit wir noch ein bisschen mehr sehen können. Dann sind wir eigentlich so gut wie abfahrbereit. Die Handbremse ist gelöst. Noch eine Minute haben wir. Leuchtmeldetest. Der funktioniert leider nicht. Führerstandsheizung. Jawohl, einmal bitte. Und Führerstandsheizung, Fahrpult einmal bitte an. Stromabnehmer, Bremse lösen, Schleuderschutz, Sander haben wir hier. Man hört auch richtig ein Geräusch. Sehr schön. So, PZB. Funktioniert soweit. Hervorragend. Dann sind wir soweit abfahrbereit. Können eigentlich das Führerstandslicht wieder ausmachen. Ach, herrlich, oder? Diese morgendliche Stimmung. So im Führerstand. Also, das ist schon ganz hübsch. So, einmal aus dem Fenster geguckt und Türen zu. Zurückbleiben bitte. Die Türen fallen jetzt einmal heftig zu. Wer da in den Türen steht, das kann wehtun. Sind die Türen zu? Jawohl, die Türen sind zu. Dann einmal die Bremsen lösen. Und Leistung langsam aufschalten. Nächster Halt ist Ingelheim in 3 Kilometern. Wir müssen natürlich gucken, dass wir die 65 Kilonewton nicht überschreiten. Wir fahren gar nicht. Warum fahren wir? Doch, wir fahren jetzt. Ah ja, gut, direkte Bremse. Vielleicht idealerweise auch lösen. Und wir fahren mit 80 aus. Das heißt also, wir befreien uns. Und schalten noch ein bisschen Leistung auf hier an diesem Fahrstufenregler, an diesem Drehrad. Hier rechts auf der Seite sehen wir unsere Fahrstufen, in der wievielten Fahrstufe wir jetzt gerade sind. Und ja. Also gerade bei solchen Verhältnissen zu fahren ist vor allen Dingen, wenn es eben draußen auch kalt ist im Winter, wirklich, wirklich schön, oder? Also das finde ich nach wie vor kann der TSW extremst gut, diese winterliche Stimmung, diese winterlich kalte Stimmung, früher Morgen, herrlich. So, dann schalten wir mal die Leistung ab, denn da vorne kommt tatsächlich eine Beeinflussung. Das müssen wir jetzt bestätigen, das Signal. So, wir sind aber bereits unter den 80, das passt soweit und müssen später runter auf die 60. Übrigens habe ich eine Mod mit dabei, mittlerweile, die gibt es schon länger, habe ich aber irgendwie all die Zeit ignoriert einfach, dass die existiert vom London Midland, dass die Signale realistischer aussehen. Also dieses Lens Flare, ne, also
diese leichte Unschärfe, die wir da haben zum Beispiel. Und generell einfach die visuellen Aspekte von den Signalen, von den Farben. Das sieht deutlich hübscher aus, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Gibt es bei Transom Community. Und wir bremsen rein. So, gleich sind es nur noch 60, die wir fahren dürfen. So. Wir fahren 60, das passt perfekt. Und sollen erst in über einer Minute da sein. Also noch sind wir pünktlich tatsächlich. Das passiert nicht so oft. Markiert euch das in eurem Kalender. Oder ich markiere es mir mal in meinem Kalender, dass ich mal tatsächlich pünktlich wo angekommen bin. So, wir halten mal am Ende der Bahnsteigsüberdachung, weil ich gar nicht weiß, oh ja, da fehlt noch auf jeden Fall bisschen was an Wagenlänge. Ja. So, jetzt können wir anhalten. Ja, das passt soweit. Türen auf der linken Seite auf. Oh, ich glaube, es sind gar keine Lichter an im Fahrzeug, ne? Dann haben wir jetzt gerade ganz kurz Zeit und springen einmal in die N-Wagen rein. Herrlich, ne? N-Wagen liebe ich ja total. Ist wirklich einfach toll. Ah, doch, die Beleuchtung in den Wagen ist an. Zuglichter an, Wagenlichter an. Ich hoffe, die Heizung ist auch an. Ich hoffe, Ihnen ist nicht kalt. Machen Sie am besten nicht das Fenster runter. So, herrlich. Dann einmal schnell wieder zurück in den Führerstand gesprungen. Türen machen wir zu. Jawohl, Türen sind zu. Dann lösen. Direkte Bremse ist gelöst. Wir makrofonieren. Gut, fahren zwar jetzt ein paar Sekündchen zu früh ab, aber das passt schon. Ja, lieber Zug. Ja, gut. So viel zum Thema zu früh abfahren. Wir befreien uns jetzt nicht von der Beeinflussung. Wir dürfen erst nur 40 fahren, weil hier eine Beeinflussung eventuell voraus ist. Na, wobei eigentlich, ne, gut, wir bestätigen das jetzt, aber da wird jetzt kein 1000-Hertz-Magnet verlegt sein. Ja, von daher, ich weiß nicht ganz, ob das jetzt realistisch ist, aber ich würde mich jetzt an dieser Stelle befreien, weil wir 60 fahren dürfen und ich glaube, das Ganze auch gleich damit freier Fahrt, ja. Also zwar mit Langsamfahrt schon, aber so, dass wir halt eben schneller als die 40 fahren dürfen, von daher befreien wir uns mal lieber. Auch wenn das vielleicht nicht ganz realistisch war, aber das weiß ich nicht. Budenheim in 10 Kilometern. So, die dürfen natürlich jetzt erstmal nur mit den 60 ausfahren. Und ab hier dann 160, beziehungsweise unsere V-Max sind 140. Mal den Sander mit dazu benutzen, damit wir noch ein bisschen mehr Traktion haben. Die Schienen sind ganz bestimmt vereist. Fahrstufe 18. Fahrstufe 20. Fahren jetzt gleich 90 km/h. Ah, da ist noch ein bisschen Raum nach oben.
Ja, lang nicht mehr in der 110 unterwegs gewesen gemeinsam. Und doch eigentlich eine wundervolle Lok. Da habe ich mich ja gefreut, wie ein kleines Kind, als damals die 110 angekündigt wurde für Bremen-Oldenburg. Endlich eine alte Lok. Endlich wieder Altbau, keine Trucks oder sonst was. Und jetzt siehe da, wir haben mittlerweile auch die 103 und bald auch die 111. So, höchste Fahrstufe, Fahrstufe 28. Jetzt schalten wir mal ein bisschen ab, damit wir auch die Geschwindigkeit halten und jetzt nicht zu schnell werden. Ah, das passt, glaube ich, ganz gut, die Fahrstufe 21. Ah, ein bisschen zu schnell werden wir. Daher doch nochmal die Fahrstufenregler runter. Ah, 142 fahren wir gerade, das ist, denke ich, in Ordnung. Ich denke mal, so 1-2 km/h ist vollkommen in Ordnung, weil ja sowieso es nicht zu 100% eindeutig ist, ob man jetzt genau 140 fährt oder 141 oder 139. Also gerade hier mit diesen alten Instrumenten, mit diesen Tachonadeln ist es halt. Also man kann ein gutes Gefühl dafür haben, ob man tatsächlich 140 gerade fährt oder nicht, aber am Ende ist es halt nicht 100% eindeutig, vielleicht 99%. Oh, das ist aber ein langer Ruckler gerade gewesen. Aber zu 100% kann man es nicht sagen. Von daher glaube ich, ist es in diesem Sinne in Ordnung, wenn man auch mal 1 oder 2 km/h zu langsam oder zu schnell fährt. So, das nächste Signal zeigt uns freie Fahrt an. Da muss ich jetzt ein Foto machen, Leute. Da muss ich doch ein Foto machen. Und zwar hier mit dieser wundervollen Zugbegegnung. Na, jetzt ist gerade der Pfeiler da im Weg. So. Und jetzt würde ich vielleicht genau den Schwerpunkt einmal neu setzen. Das ist doch schön. Da sind wir gerade kurz mit der Kamera unter die Map gelandet. Haben noch 2,8 Kilometer. Ja. In was für einem Jahr sind wir noch gleich? Ich glaube, das ist so 1992 oder so, wo die linke Rennstrecke gesettet ist. 1993 vielleicht. Ich denke mal noch vor, also nicht nur, das denke ich nicht nur, sondern da bin ich mir sehr sicher, dass es halt eben vor der Gründung der DB AG war. Aber schon so zu den Zeiten, wo die Bundesbahn auch an ihrem Ende war, wenn man es so möchte. So, wir müssen bremsen. Ja, vielleicht ist es 1992, 1993. 1993, das Jahr, in dem Viva gegründet wurde, der Fernsehsender. Kleine Empfehlung aktuell, ARD Mediathek, die Viva Story, eine dreiteilige Dokumentationsreihe. Für all die, die vielleicht auch die 90er noch so ein bisschen miterlebt haben oder sogar vielleicht in Gänze miterlebt haben, doch nochmal ist gerade da besonders interessant zu sehen, wie das damals so war. Joa, das passt. Knapp.
Aber ich würde sagen, das passt. Sehr schön. Herrlich. So, immer noch pünktlich übrigens. Verrückt, dass wir das auch mal können, pünktlich sein. Sind wir in Büdenheim? Ja, so sieht's hier aus in Büdenheim. Ach, schön weihnachtlich. Herrlich, überall liegt der Schnee auf den Dächern. Die Straßen sind vereist. Der Rhein. Ganz, ganz toll. So, wie man sich das auch vorstellt. Fehlt nur noch so ein Weihnachtsmarkt. Türen zu. Bremsen lösen. Und wir schalten Leistung auf. Wie schön dieser Scherenstromabnehmer. Und nächster und letzter Halt ist dann tatsächlich Mainz. Also eine vergleichsweise kurze Fahrt heute. Sind hier unterwegs gewesen auf dem RE von Bad Kreuznach nach Frankfurt am Main. Ja, also der Regionalexpress wird dann natürlich weiterfahren nach Mainz, aber das ist dann leider nicht mehr simuliert, das ist nicht mehr Teil der Strecke. Entschuldigung, kleiner Huster. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Ich finde es schön, dass der TSW3, wenn man Schnee einstellt, das auch wirklich gut aussieht. Ne? Also, dass das nicht einfach nur eine weiße Textur ist, die auf allem irgendwie drauf liegt. Gerade bei den Laubbäumen ist das auf den alten Strecken ja besonders. Sieht das besonders schrecklich aus, aber hier sieht das wirklich schön aus, ne? Mit diesen Bäumen, die so teilweise von Schnee bedeckt sind, teilweise nicht. Auch wenn ich mich gerade wundere, das sind ja teilweise, glaube ich, Laubbäume hier an der Seite, warum die überhaupt noch Blätter haben, die müssen eigentlich kahl sein. So, höchste Fahrstufe. Wir wollen schnell auf die 140 hoch und dann versuchen wir rollen zu lassen. Toll. Ah, 140 sind schon erreicht. Einmal die Fahrstufen runter. So, 139, Ankündigung auf 100. Wir nutzen mal die dynamische Bremse. Ja, ab hier gelten die 100, dann müssen wir doch noch mal bisschen nachziehen. Wollen wir hier nicht entgleisen. Kilometer noch. Wir sind von dann auch schon, also das ist glaube ich schon Mainz, wo wir jetzt gerade sind. Schön. Und da sehen wir da hinten wieder, wie die Sonne langsam aufgeht. Das müssen wir natürlich bestätigen. Sehr schön, eine 103, die uns entgegenkommt.
Intercity. Intercity-Wagen, die abgestellt sind. N-Wagen, die sich gerade in eine andere Dimension beamen. Eine 110. Noch mehr Intercity-Wagen. So, halt mit verkürztem Bremsabstand. Das bestätigen wir nochmal. Fehlt da nicht ein weißes Kennlicht? So, 500 Hertz Magnet wird auch aktiv sein. Und dann sind wir auch schon in Frankfurt. Hier links fährt noch ein Intercity aus. Auch bespannt mit einer 103, auch wenn die sich gerade versteckt hat. Ne, der fährt ein, der Intercity. Schauen, dass der ganze Zug irgendwie im Bahnhofsgebäude drin ist. Genau, hier vorne der Treppenaufgang. Dann haben es unsere Fahrgäste auch nicht so weit. Und dann haben wir tatsächlich unseren letzten Halt pünktlich erreicht. Nein, haben wir nicht. Der TSW möchte, dass wir weiterfahren. Okay, TSW, dann fahre ich halt noch 40 Meter weiter. Aber immerhin haben wir noch genug Zeit dafür. So, wo fährt der hin? Steht da nicht. So, jetzt aber. Ja. Türen auf. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Falls ihr weitere Videos gerne sehen wollt, hier auf der rechten Seite habe ich euch ein paar eingeblendet. Ansonsten hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe, ciao, ciao, euer Trains and Play.